Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir sind jetzt hier mit Abby, glaube ich, unterwegs, eine Runde. Und neben mir ist mal wieder Andy dabei. Hallo Leute! Und mal gucken, was wir hier alles mit Abby erleben. Anscheinend sucht sie nach dem Vater von, also ihrem Vater. Mal gucken, was wir hier so erleben jetzt. Es ist 4 Jahre zuvor, wie wir in der letzten Folge erlebt haben. Ich muss sagen, in den 4 Jahren sind ihre Haare ganz schön gewachsen. Mach das doch nicht andauernd! Anscheinend. Oh, ey. Anscheinend spielt der Vater mit ihr Verstecken, worauf sie Nicht keinen hier Bock hat. lang. Nicht hier lang. Bestimmt hier lang. Ach nee. Und wieder zurück. Bestimmt da lang, ne? Ja, Woher soll ich das wissen? durch den Busch kann sie noch nicht mal, ey. Das für ein Spiel. Freiheiten, ne? Als ob. So. Gehen wir einfach mal da lang. Bestimmt hier rüber klettern. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wir hier wieder zurückgehen. Weiß nicht. Immer auf dem Weg bleiben. Siehst du? Ich bin erschrocken. Siehst du, weiter unten. Falsche Richtung die ganze Zeit gelaufen. Ist ja auch verwirrend. Hab mich voll erschrocken wegen der Musik vom Tipp. Ich dachte, jetzt passiert was. Waren wir nicht hier? Der Eichhörnchen. Hä? Jetzt ist plötzlich hier so ein Lager. Wo steckst du? Wird da schon mal nicht, oder? Da doch bestimmt einen anderen Weg dann zu. Gleich von hinten. So. Fußspuren. Dad! Ja, schrei. Schrei wieder richtig. Wie komme ich über diesen Zaun? Gar nicht. Richtig. Ah, als wäre es wie für sie gemacht. Wow. Ja, jetzt kommt nur einer, ne? Man hebt die Pulle auf. Das war's? Boah, geil. Da, durchs Fenster bestimmt. Da macht ja gar keinen Sinn. Nein. Oder? Doch. Aber kann man da nicht außen lang gehen? Ja. Aber du hast ja eine Flasche, deswegen dachte ich. Aber man kann doch dann bestimmt auch außen lang gehen, oder? Ja. Ich guck mal, ob man außen lang gehen kann. Bestimmt nur, um einen anderen Ausgang wieder zu finden. Ja, siehst du? Nee, du musst doch durchs Fenster. Ja. Dann hau ich mit der Flasche das Fenster ein und mit anderen die andere. Hat geklappt. Nimmst du mit, oder was? Ja. Ein bisschen Bierchen trinken. Bestimmt hier. Virginia. Sieh mal einer an. 1978. Na, war es noch gar nicht geboren, wa? Bestimmt noch. Vielleicht komme ich aufs Dach. Ach so. Ja, gut. Ob das so funktioniert. Okay. Fast nicht geschafft. Gut gemacht, Abby. Lobt sich selber. Oh nein. Bein gebrochen. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh.
Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Der Hund? Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Wir hatten hier die Knarre. Also irgendein Tier kriegt vielleicht Baby. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. Oh, wow, 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Weil der Vater sie schon öfter verarscht hat. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Also ist Owen doch nur ein Freund. Ich dachte mal, die sind... Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Mhm, er kontrolliert. Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Ja, aber Neck, das liebt sich, ne? Apps, da. Frische Spuren. Was? Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spuren lesen zu können. Das wird ja was. Aber nicht doch. Funktioniert es? Ja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Was ist das hier? Von der Anlage. Mal sehen, ob wir was anderes sehen. Muss. Also, bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung. Susu. Siehst du noch als was? Lang. Noch nicht. Weg, Junge. Such weiter. Oh nein. Was für eine Qualle, Alter. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Hört sich so an, ne? Wie ein Zebra. Los, komm! Oh je. Dad, warte! Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Oh, Mist. Erbs. Was? Schön im Stacheldraht. Sie losschreiben. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt. Richtig stimmt. Richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Du was? Der ist ja viel älter. Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben bei. Owen! Festhalten! Na los! Ey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja! Okay, dann los, Abs! Eine Tango oder was?
Langweilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Owen war früher ja mal richtig hässlich. Komm mit! Oh, das Krankenhaus. Also sind die schon in Seattle. Das haben wir gut gemacht. Doc. Das ist aus Polen. Das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunnel. Ellie. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Den Teil kennen wir ja. Gehen wir. Verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht... Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis? Ah, Maria sieht alt aus. Sowieso. Ich bitte dich, sieh es ein. Da sieht man, dass der Vater ein Arzt ist. Ja, aber guck mal, der Vater will das. Will Ellie umbringen. Also wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen. All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter? Was würdest du tun? Wir wissen ja, am Ende vom ersten Teil bringt Joel noch sie um. Weil sie am Parkhaus im Weg steht. Abby. Ein Abendessen. Danke, Süße. Also Abby war die ganze Zeit im Gebäude. Hey, Marlene. Hey. Oder was? Du hast... Ach so. Oh mein Gott. Aber er würde auch seine eigene Tochter opfern, oder was? Dann will sie sich rächen für den Vater? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Ja, sie hat gerade Joel verraten. Oh Mann. Du tust das Richtige. Abby ist aber auf jeden Fall älter als Ellie. Ein bisschen. Wenn ich zwei, drei Jahre. Würde ich wollen, dass du es tust. Ist er aber ein richtiger Arzt oder ein Tierarzt? Weil er hat sich ja so für Zebras an. Ich würde mal sagen, Joel war schon da. Was ist hier nur passiert? Gehen wir mal rein, ne? Gucken, was wir da finden. Operationszeit, würde ich mal sagen. Ist der immer noch hier drin? Ist das? Abby. Nein! Abby, ich finde... Nein! 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 Jetzt wissen wir es. Warum Abby Rache will. Durch die Scheiße wird auch nicht lebendig. Oh, jetzt sehen wir die Szene nochmal, ey. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht.
Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoren der Hölle, Pendejo. Ihn als Ersten töten, Alter. Wow, wow, was soll das? Manny. Ach, Mann. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Ein bisschen Gehirnmasse klebt am Schläger. Lecker. Und los geht's. Seattle. Tag 1. Ich hasse das Spiel dafür. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur. Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Was ist nur mit dir? Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Mist, mein Nacken. Man sieht, wie lang die Haare jetzt danke sind. Danke für das Zimmer letzte Nacht. Vier Jahre später. Die Küchenbraut? Nein. Die Wetterbraut. Aha. Sie hat ihren Berg verlassen. Deswegen sehen die alle so aus. Oh, die Wissenschaftlerin. Schön. Sie ist ein bisschen zu begeistert von ihr. Aber sie hat mehr Arme als manch andere. Ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Ein Gentleman schweigt. Oh Gott. Sieht aus wie ein Stadion. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, nein. Hol mir was. Con picante. Du kriegst, was du kriegst. So. Bestimmter Mobile oder Pickup. Ich hab da gerade gelesen. Fick ab. So, Caterer, was gibt's denn hier? Es sind aber viele, die Ellie getötet hat. Ich freu mich auch, Abby. Was willst du? Jordan. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Seravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben, nach all dem Scheiß... Er hat auch eine PSP. Du weißt doch nicht, ob so ist. Was? Kommt Lia vielleicht PSP. Vom TV-Sender zurück. Na, immerhin, ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Ja, Muskel. Holst jetzt mal was ich zu essen? Ich glaube, hier ist nur Spüli. Ich bin nicht mehr mit dir. Der Tellerwäscher, was für ein Traum. Essen gibt's, glaube ich, da. Hier, guck dir das an. Oh. Ich hab dir noch nichts zu essen geholt. Ach, der hat schon was, der Penner. Hallo? Ja, du musst die anquatschen. Darf sich nicht hinsetzen. Hey, Sir. Oh Mann. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Mr. Alvarez. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ah, hab's versucht. Hauptsache gleich auf die Suche. Er steht mir. Du bist horrible. Bueno. Ja, der hat ein bisschen mehr. Wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Ach, scheiß drauf.
So, ich will jetzt auch was essen. Oh, geh weg. Alter! Du bist doch in der Schlange, Junge, fürs Essen. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Ja, mit was für Fleisch? Abby, Hack. Was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey, Mann, da ist die Schlange. Baby, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Nein. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so fein. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flip jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Oh Gott. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil die mir beide wichtig sind. Sie glauben, wenn sie uns... Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Und die hat einen Streit. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Bestimmt wegen der einen Sache. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Dann geht der geduckt. Natürlich nicht. Deine Macke? Wir müssen darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als... Geht immer zwei Stufen. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht. Wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sind das die Patriots? Plus für mich. Okay? Könnten die Patriots sein, aber falscher Pokal. So sieht nicht der Super Bowl Pokal aus. Müsste das nicht die Heisman sein, gegen Seattle? Ja. Mal in die Loge. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Guck dir das Stadion an, ey. Nettes Zimmer. Aha. Der BH. Wissenschaftlerin, hm? Ist das wohl doch nicht? So einen großen brauchst du doch gar nicht. Da unten ist noch ein Raum. Also, ja. Vielleicht ist da ihr Rucksack oder da. Achso, sie teilen sich Zimmer, alles klar. Wie schön, wie eine Jugendherberge. Das ist bestimmt die Winterjacke. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Alter. Die ist ja fetter als Ellie. Also... damals. Ja, aber geht ja nicht, weil... Ist sie nochmal schwanger Nein. geworden, Alter? Nein. Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Oder? Du kannst bestimmt... Das ist schon weiter, das Kind. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Sah bei Was hat Owen damit zu tun? Nicht so viel aus, halt. Aber wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Wenn ihr wisst, warum die Streit hatten, wir wissen es, schreibt mal in die Kommentare. Also ich kann es mir denken, warum. Guck dir doch mal das Schaden hier an. Sieht ein bisschen so aus wie das Olympiastadion. Was hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Ach, das war sein Vater. Kriegen wir mehr Schmerzen? Er hat doch gesagt, er geht zu seinem Vater. Ja, ich höre manchmal nicht zu. Seid jetzt in Sektion 96? Muss mich aufs Spiel konzentrieren. Nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Züchten auch. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny. Puh. Schöner Scheiß. Ja. Danke. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass Andy mich später nicht anschreit. Wenn ich wieder was Falsches mache.
Hauptsache schön da, die Kühe. Alles abmelden. Sie spielt drin. Komm, Abby, willst du sie holen? Ach, ein Hund, oder? Alice. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, streichelt ihn auch. Erst mal streicheln und dann mit dem Ball spielen kurz. Guck mal, wie der aussieht. Ja. Na, willst du beispielen? Willst du beispielen? Okay. Hä? Willst du? Willst du? Hier, hier, da, hol. Bring's wieder. Aus. Nochmal? Ja, 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 komm. Bring den Ball. Okay. So, und tschüss. Richtige Viehzucht hier. Die haben was aufgebaut. Schwere Note. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas sind geschützt. Mann, sie hat echt einen einsamen Dorf. Ah, oh, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus-Wolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, ja, lauf mit deinem schwangeren Bauch. Ganz recht, glaube ich. Tut dem Kind nur gut. Die Scars würden dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ich laufe mal ein bisschen. Bisschen joggen. Damit wir noch fitter werden. Hey, Pat. Muskelaufbau, Muskelaufbau. Hey Pat, das Übliche bitte. Na klar doch. Eine Waffe. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Sack. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, das hätte sie nur so zu dem einen aus Spaß gesagt. Das ist anscheinend richtiger Spruch. Ja, ja. Braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Und hopp. Alice sitzt vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt trinken. Junge, wer schickt schwangere Frauen auf Mission? Haben die es so nötig? Gracias. Brauchen wir ja nicht eigentlich, ne? Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbauen. Ich habe ein paar Ausbauen? Indem du tötest. Was meinst du? Nichts. Ihr sollt reden. Du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Und dein Leben sei lang und dein Tod sei schnell. Oh Gott, ey. Hat er meinen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt.